fuck. Oh, Kuppel kaputt. Kuppel kaputt. Hallo Freunde der Sonne bei einer neuen Folge Under the Dome. Wir sind zurück. Wir machen erstmal hier unten die Kisten voll. Irgendwo hier krabbelt auch eine Spinne rum. Die ist aber unten, oben, auf dem Dach. Auf dem Dach ist die. Stein, Pflasterstein. Golderz kann man noch schmelzen. Pflasterstein brauchen wir gerade nicht. Erde, Tropenholz. Das packen wir mal hier hin. Eisenwaffen packen wir mal hier hin. Samen haben wir noch und Tropenholzbretter brauchen wir gerade zwar nicht, aber nehmen wir mal mit. Und hier ist scheinbar Gewitter. Habe ich hier noch was dran? Hier habe ich noch Eisen dran. Zack, packen wir das Gold mal rein. Level 20 bin ich aktuell. Da war die Spinne. Das hätten wir also auch geklärt. Da hinten ist ein Magier und ein Creeper. Ich hole mir erst den Magier. Dann den Creeper. Fuck. Oh, Kuppel kaputt. Kuppel kaputt. Fuck, fuck, fuck. Ich muss Kuppel reparieren. Dafür brauche ich viel Sand wahrscheinlich. Bauen wir direkt mal hier ab. Weil wir brauchen Glas. Da vorne kommt eine Spinne. Die zerstören wir auch nochmal. Ich weiß gar nicht, wie man Glas überhaupt macht. Ich gucke mir das jetzt mal an. Dum, dum, dum. Glas. Wahrscheinlich nimmt man den Sand und packt den irgendwie so. Und lässt irgendwas frei. Nein? Okay. Dann muss ich mal kurz googeln. Das mache ich auf meinem Handy. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Glas. Minecraft. Dum, dum, dum. Glas ist ein transparenter Block, den man zum Bauen von Fenstern und durchsichtigen Wänden. Bla, 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 ja. Wie craftet man den? Gewinn. Sand im Ofen. Ah, okay. Zack. Dann packen wir hier doch mal ein bisschen Sand rein, würde ich sagen. Zack, hier holen wir das Gold raus. Nehmen wir mal die Hälfte vom Sand wieder mit. Zack, packen wir hier die andere Hälfte vom Sand rein. Und warten einfach kurz. Da ist noch ein Zombie. Da ist noch eine Spinne. Da ist noch ein Zombie. Warum sterben die nicht? Das ist schon wieder hell, oder? Also für mich ist das hell. Wie viel Glas haben wir schon? Zwei hier. Drei hier. Gucken wir mal, wie viel wir überhaupt brauchen. Um das wieder dicht zu machen hier. Okay, ein paar mehr wahrscheinlich. Wo haben wir denn jetzt das Glas? Hier haben wir das Glas. Zack. Oh, schauen wir wieder hier zu. Das ist aber nicht das Glas. Das Glas hier ist irgendwie anders. Geh mal nicht nerven, ne? Jetzt kommen die alle von da draußen. Gott. Ja, ich baue das irgendwie zu, aber ich weiß noch nicht wie. Jetzt sind die alle in das Loch gefallen. Ach, da war jemand auf dem Server. Das sehe ich gerade erst. So. Wir brauchen, glaube ich, dann Glas, wirkliches Glas. Also nicht so Glasblöcke, sondern Fenster quasi. Zack. Zack. Muss ich mal gucken, wie man die macht, glaube ich. Schauen wir mal. Glas. Verwendung. Bla bla bla. Glasscheibe. Ne, das ist ja keine Glasscheibe da. Oder sind das Glasscheiben? Was ist denn das? Sind das Glasblöcke? Gefärbtes Glas? Ach, ich pflück das einfach mit die... mach das einfach erstmal so.
Dann werde ich den Admins Bescheid geben, dass ich das gestopft habe, aber halt mit falschem Glas. Dann werden die das schon wieder hinkriegen. Hoffe ich jedenfalls. Oh, fail. Sieht das nicht schön aus, wie ich das gestopft habe? Oh Mann, oh Mann. Ja, das passiert auch nicht alle Tage, dass da einfach so ein Creeper sich in die Luft jagt und dementsprechend das alles kaputt macht. Jetzt habe ich auf jeden Fall erstmal genug von Glas. Kann das jetzt hier auch irgendwo wegbringen. Gehen wir mal hier runter, zack. Hier ist noch relativ viel Platz. Glas brauche ich erstmal nicht. Wolle, Holz. Ich wollte mir immer noch ein Bett machen. Fällt mir gerade wieder ein. Wo ich die Wolle und das Holz sehe. Zack. Zack, zack, zack. Bett weiß ich, glaube ich, noch. Also wäre jetzt schlimm, wenn nicht. Zack, ja, Bett weiß ich noch. Perfektor. Stellen wir mal hier irgendwo hin, das Bett. Wird man zwar wahrscheinlich nie wirklich brauchen, aber... Zack, dann haben wir einen neuen Spawn. Das ist ja auch mal ganz okay. Dum, dum, dum. So, es ist wieder Tag. Das fällt voll nicht auf da vorne. Das Glas ist, glaube ich, einfach gefärbt. Das ist so dunkles Glas. Und das ist helles Glas. Aber nun ja, wir hatten hier Erde hingemacht. Egal, egal, egal. Dum, dum, dum. Das mache ich jetzt. Ich weiß, was ich jetzt mache. Ich hole mir einen Eimer. Gucke aber erst, wie man Eimer macht. Drei Eisenbarren. Okay, das dürfte recht einfach sein, einen Eimer herzustellen. Zack, zack, zack. Eimer. Oh, Wunder. War jetzt nicht so schwer. Holen wir dann Wasser. Dann haben wir Wassereimer. Dann mache ich, baue ich ein bisschen Erde ab. Ich brauche Erde dafür, für meinen Plan. Machen wir uns mal kurz eine Schaufel, würde ich sagen. Habe ich noch Sticks? Nein, habe ich natürlich wieder nicht. Oder? Nee, habe ich nicht. Zack, paar Sticks. Danke. Tropenholz nehme ich auch wieder mit. Zack, zack. Machen wir mal eine Diaschaufel. Wir haben es ja. Sage ich mal, wir haben es ja. Packen wir noch ein bisschen Zeug weg. Irgendwie habe ich hier so viel Zeug dabei. Ne? Ich brauche das gar nicht alles. Aber irgendwie habe ich das trotzdem immer dabei. Verrottetes Fleisch. Was brauche ich noch nicht hiervon? Die Goldbarren brauche ich nicht. Kohle habe ich auch erstmal mehr als genug. Schwarzpulver fehlen. Immer noch hier das Ding, ne? Mann, Mann, Mann. So, okay. Gehen wir hiermit mal wieder hoch. Essen erstmal eine Kleinigkeit schnell. Und mit einer Kleinigkeit meinte ich, wir essen alles, was da ist. Zack, fangen wir mal an hier. Da kommt, ist gerade auch ein Creeper zugange und hier ist irgendwo ein Zombie am Abfackeln. Ich mache das immer sehr schön direkt hier neben meinem Haus. Das ist natürlich auch nicht optimal. Den Creeper da würde ich am liebsten auch töten. Problem ist, dann killt er mich. Aber die Spinne da nehme ich noch mit. Dum, dum, dum. Komm, Spinni, Spinni. Vielen Dank. Hier sind noch Pfeile und Knochen. Verrottetes Fleisch. Weil ich habe vor, mir unten mein eigenes kleines Ding zu basteln hier. Oh. Mein eigenes kleines Feld. Das bastel ich dann nach hinten weg, würde ich sagen. Fangen wir auch mal an. Nehmen wir die Spitzhacke. Dum, dum, dum. Ich höre schon wieder irgendwie so ein Enderman, ist das, glaube ich, oder eine Hexe. Ich weiß nicht genau, was das für ein Geräusch war. Ihr hört es ja selber. Es
ist auf jeden Fall ein creepy Geräusch. Ich werde das, glaube ich, so anlegen, dass ich in der Mitte das Feld mache. Also hier so 3x3. Und außenrum so ein Wassergraben. Also eigentlich kann ich auch alles hier ausgraben. Hier höre ich Lava. Hier ist erstmal Eisen. Das ist fies. Ganz in der Nähe auf jeden Fall. Erde, 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 Erde. So. Und dann hier quasi so ein Wasserkram. Ich weiß gar nicht, wie viel Wasser ich da brauche. Und hier auch. Einfach weil ich es kann. Dum, dum, dum. Wasser packen wir in die Mitte hier. Zack. Einmal dahin. Und einmal dahin. Ah, jetzt ist der schon wieder leer. Okay. Wir müssen dann neues Wasser holen. Das macht natürlich Sinn. Dum, dum, dum. Ah, wir haben hier Wasser direkt vor der Tür. Kein Problem. Oh, Fell. Fell, Fell, Fell. Einmal alles geflutet, ne? Ich wollte eigentlich nur die Tür zumachen hinter mir. So. Hier wurde einmal alles geflutet, ne? Mann, Mann, Mann. Zack, packen wir Wasser auch noch hier gegenüber direkt hin. Haben wir Wasser an beiden Seiten. Haben wir natürlich nicht dabei, doch haben wir dabei. Zack, aber wir haben das Feld noch nicht umgegraben. Brauchen dafür auch eine andere Hacke, die wir natürlich noch nicht haben. Deswegen müssen wir sie uns jetzt eben machen. Zack. Oh, ich hatte doch Sticks dabei. Oder? Weiß ich nicht. So. So, so. Oh, wir müssen wieder irgendwas wegpacken, ne? Ihr seht das selbst. Ich habe viel zu viel Zeug wieder dabei. Packen wir mal hier. Ich wollte schon erst das wegpacken. Ne? Das wäre nicht so ideal gewesen. Zack, zack, zack. Fackeln haben wir auch einfach voll viele dabei. Eigentlich brauchen wir so viele gar nicht direkt. Den Trank packe ich mal weg bis zum PvP-Event. Verrottetes Fleisch. Weizen packe ich auch mal weg. Dann nehmen wir die Hacke. Zack, zack, zack. So, dann haben wir schon mal ein paar nasse Felder hier. Dann müssen wir hier noch alles mit Fackeln ausstatten natürlich, damit es auch wächst wie verrückt. Zack, zack. Machen wir erstmal da. Und dann machen wir hier erstmal so ein kleines Weizenfeld, würde ich sagen. Damit wir da immer genug Brot haben. Ich höre schon wieder die Zombies, ne? Und dann haben wir hier unser schönes kleines Weizenfeld, was jetzt wächst und gedeiht. Und mit dem Weizenfeld verabschieden wir uns für heute von dieser Folge. Morgen gibt es wieder mehr um 18 Uhr wie immer an, also Dome 19 Uhr natürlich. Schaltet also auch morgen wieder ein um 19 Uhr. Ich verabschiede mich für heute, wünsche euch noch einen schönen Tag. Sage bis morgen, haut rein, ciao!